Sanfte Grüße, Bürger, und einen wunderschönen, herrlichen Tag. Ja, wo sind wir denn heute hier gelandet? Bei der Fahrschule, es ist soweit. Eieiei. Nein, wir begleiten heute mal die liebe Sabrina bei ihrer letzten Fahrübung vor der Prüfung zum Motorradführerschein Klasse A. Nicht umschmeißen, nicht umschmeißen. Ah, Lenkerschloss ist noch drin. Dann wollen wir doch mal Hilfestellung geben. Muss ein bisschen reindrücken, Lenker bewegen. Falscher Schlüssel muss erst. Achso, na ja, gut, dann. Das sieht schon eher nach meinem Schlüssel aus. Ja, ach. So. Neustart. Ja, wir begleiten heute Sabrina mal bei ihrer Fahrstunde. Tja, dann schauen wir mal, wie sie sich anstellt. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch drauf habe. Auch mal schön blinken. Schulterblick. Ich habe ein paar Fragen bekommen von euch. Gerade von den jüngeren Leuten, die gerne Motorrad fahren möchten. Zum Beispiel, wie funktioniert das? Wie läuft das überhaupt alles ab mit der Fahrschule? Wir fangen jetzt mal an mit der Fahrschulklasse A1. Also los geht's. Also ich habe damals angefangen mit 16 Jahren. Ich habe damals den A1-Führerschein gemacht. Den kann man mit 16 Jahren erwerben. Dann darf man Motorräder fahren, also Leichtkrafträder mit 125 Kubik. Ich glaube maximal 15 PS. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Man darf jetzt mittlerweile, gibt es so eine Erweiterung vom Führerschein. Also da kannst du auch mit einem PKW-Führerschein, da musst du einige Stunden absolvieren und dann kriegst du dann eine Nummer in den Führerschein eingetragen und darfst dann auch mit deinem PKW-Führerschein 125er fahren. Wenn man vielleicht so einen kleinen Roller hat mit 125 Kubik hier, wenn man irgendwo so ein Wohnmobil hat oder sowas, ich glaube, da lohnt sich das eher. Ansonsten kann ich nur empfehlen, mach gleich einen großen Führerschein und fahrt ein richtiges Motorrad. Weil 125er, das macht 2-3 Tage Spaß und dann irgendwann habt ihr die Schnauze voll und wollt mehr Leistung. Ab 18 könnt ihr dann den A2-Führerschein machen. Das sind dann quasi schon halt die richtigen Motorräder bis 48 PS. Wenn ihr dann den großen Führerschein erwerbt, also den A-Führerschein, dann dürft ihr dann alles offen fahren, also jedes Motorrad. Ich habe erst vor 3 Jahren den Motorradführerschein gemacht. Ich habe ja vorher keinen Führerschein gebraucht, weil ich ja Motocross gefahren bin. Und für die Crossstrecken und Rennstrecken brauchst du ja keinen Führerschein, zum Glück. Und ich wollte gerne auf der Straße fahren. Ich hatte ja damals noch den 125er Führerschein. Hatte dann ein halbes Jahr lang eine Brixton 125. Und wie gesagt, Berg runter hat sie eine 100 gemacht. Das macht nicht so viel Laune. Also dann habe ich dann gleich den großen Führerschein gemacht. Bis einen Tag vor der Prüfung oder so wäre ich auf jeden Fall jedes Mal durchgerasselt. Aber ich habe es dann irgendwie geschafft. Gott sei Dank. Also ich habe jedes Mal, wenn ich Fahrstunden hatte, ich habe jedes Mal immer Mist gebaut. Rechts vor links, nicht gesehen. Gut, ich bin immer Strecken gefahren, die kannte ich damals noch nicht. Ausgeholt wie ein Bus. Ja. Aber ich habe sie nicht umgeschmissen, das muss man dazu sagen. Das einzige Mal, wo ich das Motorrad in der Fahrschule umgeschmissen habe, das war damals beim 125er Führerschein mit 16 Jahren. Also da konnte ich das anfahren, das war noch nicht so toll. Und beim Losfahren ist mir das Ding hochgehuppelt und dann umgekippt. Das war irgend so eine 125er Shopper. Hundeschwer, das heißt Ding. Und dann musste ich die dann wieder hochwuchten, dann musste mir der Fahrlehrer auch noch helfen. Also das war schon unangenehm. Mir ist das dann passiert bei der Fahrstunde. Ich sollte rechts abbiegen in Leipzig, vom Dekra-Gelände weg und bin aber zu weit eingeknickt und anstatt auf die Straße abzubiegen, bin ich rechts auf die Bahngleise abgebogen. Wer das kennt in Leipzig, Dekra-Gelände an Torgauer Straße, da weiß Bescheid. Und beim großen A-Führerschein hat dann alles bei der Prüfung bei mir alles funktioniert.
Das einzige Problem war bei meiner Prüfung damals, es war extremer Platzregen. Also es hat geschifft wie die Sau. Ich war nach 5 Minuten war ich komplett durch. Dann die Fahrübungen machen auf klatschnasser Fahrbahn. Das war auch ein bisschen heikel. Ich muss aber sagen, mit den Fahrschulmotorrädern mit ABS oder so kannst du auch eine Gefahrenbremsung machen. Alles kein Thema. Ja, der Prüfer hatte dann Nachsicht mit mir und hat gesagt, so gut, erledigt, hier hast du deinen Führerschein. Fahr vorsichtig. So, jetzt fahren wir hier auf dem Messplatz und jetzt macht die Sabrina gleich die Übungsfahrten, also diese Elemente fahren. Da werde ich mich mal mit ranhängen, mal gucken, ob ich es hinkriege mit meiner R6 hier. Oder ob ich durchfalle und mir mal gleich der Führerschein eingezogen wird. Wird auf jeden Fall lustig. Da flog der Kegel. Scheiße, das gibt's doch jetzt nicht. Das gibt es nicht. Jetzt muss ich liefern, gell? Jetzt habe ich auch einen erwischt! Was? Hi! Jetzt mache ich Gefahrenbremse und danach machen wir Ausweichen. Ich fahre nur einmal durch die Slalom, okay? Dann, ja, okay, ich gebe Gas. Ich versuch's. Wo bremst sie dann? Hat die da so einen gewissen Punkt, wo sie genau bremst? Ich hab's gehalten! Ich hab's gehalten! Na, es war zu früh! Nochmal. Sabrina hat jetzt ihre Elemente abgeschlossen. Dann sollte Sabrina ready sein für die Prüfung nächste Woche. Achso, ich sollte mal rechts blinken. Ja, Schulterblick. Alles klar. Das hier ist der geilste Kreisel in Karlsruhe. Also ist eigentlich gar kein richtiger Kreisel, Kreisverkehr. Also das Ding ist hier die Hölle für jeden Fahrschüler. Also das Ding ist wirklich ziemlich tricky. Also hier geht ja alles übereinander. Vorfahrt beachten, Scheiße. Alter, ihr blickt selbst ich nicht durch. Dann kommt da noch die Straßenbahn quer drüber. Der muss hier noch gucken nach Fahrrad, Fußgänger. Also jeder Prüfer, der mit dir hierher fährt, Alter, der hat dich gern. Ich kann euch das Ding mal einblenden von oben, von der Satellitenansicht. Das Ding ist der Knaller, ey. Ohne Scheiß. Also für jeden, der Fahrschule macht in Karlsruhe, ihr werdet irgendwann mal sowieso darüber fahren. Aber wenn ihr das Ding beherrscht, dann beherrscht ihr alle Situationen, die es in Deutschland gibt, Alter. Freund Blase. Tja, der Kollege wäre dann jetzt quasi durchgefallen. Mann, Mann, Mann. Ja, Freunde der Nacht. Das soll es für heute gewesen sein. Ich zeige euch gleich noch ein paar
paar schöne Fahrschulaufnahmen. Wenn ihr auch den Führerschein machen wollt, kann ich euch die Fahrschule Frank Dopf wärmstens empfehlen. Die Internetadresse, die blende ich mal hier unten ein. Schaut doch mal auf der Instagram-Seite vorbei und lasst ein bisschen Liebe da. Die Links findet ihr alle in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, Abo da lassen, Däumchen da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Reingehauen. Call up the gang and they come and get gang. I mean, you never get you with my shit. Bad and bullshit. Cooking up the with a pussy. My niggas is savage, ruthless. We got letters and 100 rocks too. My bitch is raindrop. Drop top, drop top. Smoking up, cooking the hot.